Hey, was geht ab, Leute? Team Hobbit hier. Heute auf der Sneak. Shining Victories. Und die beste Karte aus dem Set ist natürlich... Wie heißt die nochmal? Winter Blossom? Cherry Blossom, irgendwie sowas. Und über die werden wir uns heute mal unterhalten. Also sozusagen der neue Ogre des Decks, wie Ghost Ogre und Snow Rabbit. Sie ist aber Zombie. 3 Sterne und Level 3. Effekt ist echt hart, ist wirklich krass. Die sagt nämlich, wenn du mehr Monster hast, wenn der Gegner mehr Monster hat als du, kannst du diese Karte von der Hand abwerfen, dann zeigst du ein Monster vor, also ein Extra Deck Monster vor, und dann muss der Gegner alle Exemplare, das du ihm vorgezeigt hast, banishen, also verbannen. Also auf jeden Fall ich denke mal, die Karte wird sich jetzt in allen Extra Decks breit machen, dreimal auf jeden Fall. Weil die einfach gegen viele Decks einfach nur stark ist. Und insbesondere gegen Burning Abyss. Ja. Gegner fängt an, zum Beispiel, du hast die Karte auf der Hand, er special zwei Monster oder macht zwei Monster, will auf Dante gehen. Ja. Bevor er das macht, wirfst du die Karte ab, zeigst ihm dein Dante vor, er muss alle drei banishen. Ja. Tot. Was ist, wenn du sie nicht first hand ziehst? Wie gut kommt die Karte dann? Gut, das ist es halt, wenn schon alles aktiv auf dem Feld ist und im Late Game ist halt eine Frage, dann ist sie wahrscheinlich nicht mehr so toll. Aber ich meine halt, das ist eine Karte, die gegen Burning Abyss, wenn du sie auf der Starthand hast, die sofort das Game entscheidet einfach, ja, sofort. Und ich meine halt, so eine Karte, also meiner Meinung nach ist es eine sehr gute Side-Deck-Karte. Für Main würde ich sie vielleicht nur im Burning Abyss raten, wenn der Gegner anfangen sollte, dass er dann im Endeffekt sie auch spielt und dann seine Dante vorzeigt, ja, damit sein Dante gebanished wird, ja, damit er im Endeffekt keine Angst mehr vor der Karte haben muss. Also inzwischen, ich denke schon so weit voraus, weil ich möchte selber eventuell vielleicht Burning Abyss spielen. Und ich muss halt dann auch schauen, wie ich mit dieser Karte umgehen muss, weil es ist eine Karte, die jetzt gehypt wird, das heißt, viele Leute wollen sie haben, viele Leute werden sie spielen, sie ist neu, es wird immer gefragt sein, ja, man muss halt schauen, wie man auf sowas reagieren kann. Es ist eine sehr gute Side-Karte, für Main würde ich sie jetzt noch nicht testen, aber nicht nur, wie Tati gesagt hat, sie ist sehr gut auf jeden Fall gegen Burning Abyss, aber meiner Meinung nach auch, du kannst sehr gut auf Instant Fusion reagieren, ja, zum Beispiel auf Norden. Ja, wenn er Instant Fusion macht und du siehst, er hat viele Vierer im Grave, dann machst du auf Noden, dann musst du halt eventuell halt 1000-äugiges Opfer holen oder was auf Level 5, ja, für Exit zu Infinity. Aber ich meine halt, du blockierst auf jeden Fall, du kannst schon einiges machen mit dieser Karte. Sie ist flexibel, ist eine Handtrap und sie ist Tuner. Also die Karte, wenn du sie auf der Hand tot hast, kannst du sie auch noch zum Tunen benutzen. Ist meiner Meinung nach eine gute Karte. Jetzt im Burning Abyss nicht, aber im Cosmo auf jeden Fall, zum Tune auf jeden Fall, zu Trishula vielleicht noch. Also Punkt 1, wenn man sie nicht auf der Startrand hat und der Gegner kann dann Dante machen, ist die Karte immer noch nicht tot, wenn sie auch erst später kommt. Man sieht es wie bei Max C zum Beispiel oder andere Karten, die kommen später dann auch ganz gut. Es gibt ja nicht nur Dante in dem Deck, was nervt. Beatrice ist auch eine Karte, die nervt. Dann gibt es den Phantom Knight, der nervt, es gibt schon, oder Levier, der nerven kann. Es gibt viele Karten, die nerven. Und klar, auf Dante wäre perfekt, auf andere Karten immer noch gut. Also die Karte kommt auch später sehr, sehr gut. Zu Dimmi, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die dann im Main spielt. Man muss erstmal das Meta absehen, wie das Meta sich jetzt entwickelt. Weil es gibt Monarchen, es gibt Cosmo, es gibt Burning Abyss mit Phantom Knights, es gibt Anti wahrscheinlich, ja. Und es ist halt die Frage, ob die Karte dann im Main gut kommt, ja, weil dann spielt er tote Karten im Deck. Nee, ich hab nur für Burning Abyss gesprochen. Ich würde sie Main spielen, damit ich... Ja, aber gegen was? Ich würde sie Main spielen, damit ich eben meinen Dante beschütze, damit ich seinen wegmache. Verstehst du, wie ich meine? Damit er nicht die Option hat, meinen Dante wegzumachen. Ja, aber er spielt ja nicht Main. Er spielt ja nicht Main, aber das weiß ich ja nicht. Ich würde es schon provisorisch mal in Betracht ziehen, damit diese Option nicht herrscht. Weil ich weiß nicht, es hängt doch davon ab, wir wissen noch nicht, wie oft Burning Abyss gespielt wird. Wir gehen davon aus, dass Cosmo am meisten gespielt wird. Ja, Monarchen ist sehr stark.
Wird auch wahrscheinlich mit unter dem meistgespieltesten Deck sein. Aphomat? Also ich glaube, das Deck kriegt doch Support. Ich hoffe es, weil ich glaube, das kann jetzt gar nichts, Alter. Die Karte ist ja die teuerste aus dem Set. Also werdet ihr euch für die DM3 ranholen oder eher nicht? Findet ihr das notwendig? Sehr gute Frage. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie das Meta jetzt ist. Ich werde schon mir versuchen, 3 ranzuholen. Ja, ich werde so viele spielen, wie ich bekomme. Je nachdem, wie preisig die jetzt, wie teuer die wird. Ich finde sie schon ein Muss, weil man einfach besser auf gegnerische Decks reagieren kann, weil die Exceeds, weil das Exit-Deck schon wirklich sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr involviert ist mit dem Spiel. Und wenn man darauf reagieren kann, den Gegner zu stören, ist es auf jeden Fall eine definitiv wichtige Karte im Side-Deck. Ja. Ich werde auch versuchen, sie mir ranzuholen. Ich finde, wir sollten top ausgestattet auf der DM sein und meiner Meinung nach ist es halt eine Karte, die auf jeden Fall im Extra-Deck, mindestens im Extra-Deck sein sollte. Side-Deck, ja. Das war die Meinung unserer Jungs zu der Karte. Hinterlasst wie immer unten in den Kommentaren, was ihr von der Karte haltet. Werdet ihr sie euch besorgen? Und ansonsten leidet nicht, falls ihr sie nicht bekommt. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab und unsere Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet sie nicht.